Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Johannes Trojan. Die Kornblume. Die Kornblume führt ihren Namen mit Recht, denn sie wohnt im Kornfelde. Hier und da findest du sie auch auf dem Wegrande oder auf einem Anger, aber am liebsten steht sie zwischen den Halmen. Den ganzen Sommer hindurch hält sie Gesellschaft mit dem Getreide. Mit dem Saatgut zusammen wirft der Landmann ihren Samen in den Acker, mit der Saat zusammen wächst sie auf und blüht. Zugleich mit dem reifen Korn wird sie gemäht und in die Scheunen gebracht. So kommen ihre Samenkörner in das Saatgut und mit diesem wieder in den Boden hinein. Keiner gibt sich Mühe darum, sie zu säen und zu pflanzen, und doch erscheint sie in jedem Sommer wieder. Der Bauer nennt sie ein lästiges Unkraut, aber das Auge des Wanderers erfreut sich an ihr, und Kinder und Mädchen winden daraus die schönsten Kränze.